Heute mein Gast, Manuel Akanji. Manu, bist du soweit? Sehr gerne, aber erstmal ein Käffchen. Was darf es denn für dich sein? Ich hätte Lust auf einen Cappuccino. Cappuccino, gut. Ich nehme einen Kaffee-Creme. Manu, wo trinkst du deinen Kaffee denn eigentlich am liebsten, wenn du so für dich entscheiden kannst? Am liebsten trinke ich ihn eigentlich zu Hause, weil ich weiß, wie er da schmeckt. Ja. Aber ich bin immer offen, im Restaurant nach dem Essen einen neuen Kaffee auch zu probieren. Und dann hoffe ich natürlich immer, dass er gut ist. Und ja, aber wenn ich entscheiden könnte, dann danke. Dann zu Hause. Ich will mit dir heute tatsächlich auch so ein bisschen über das Thema Lieblingsorte sprechen. In Dortmund, unabhängig vom Fußball. Wo treibst du dich da rum? Wo gehst du Kaffee trinken? Also du sagst zwar, du trinkst gerne zu Hause Kaffee, aber wo ist dein Lieblingsort weg vom Fußball in Dortmund? Du bist ja jetzt auch eine Weile hier. Ja, ich wohne ja in der Nähe des Phoenixsees und darum, glaube ich, bin ich auch sehr gerne da. Ich glaube, es ist eine schöne Ecke und darum würde ich sagen, ja, beim Phoenixsee, ja. Jetzt ist das Trainingsgelände, du hast auch schon ein paar gesehen und kennengelernt, aber ich halte unseres für schön, für recht luxuriös fast. Und ihr seid ja auch ganz alleine in einem Bereich. Wo ist da dein Lieblingsort am Trainingsgelände? Auf unserem kleinen Basketballplatz, den wir haben. Also ich spiele gerne Basketball vor und nach dem Training, unterschiedlich, je nachdem, wie ich Zeit habe. Ja. Und das mache ich sehr gerne mit ein paar Spielern von der Mannschaft und darum würde ich glaube sagen, auf dem Basketballplatz. Das ist übrigens auch eine Installation von mir aus meiner Zeit. Gute Idee. Ich war derjenige, der gesagt hat, ey, wir haben so viel Platz, lass doch da oben so ein Ding an die Wand schrauben. Ich würde dich gerne so ein bisschen aus der Reserve locken. Nimm ruhig noch mal einen Schluck Koffein, denn du sollst jetzt ein paar Sätze von mir beenden. Ich fange also an und du siehst einfach mal zu, wie du den Satz beenden würdest. Okay? Meine meistgenutzte WhatsApp-Gruppe heißt? Die hat keinen speziellen Namen, sondern es sind zwei Emojis, also ein Basketball und ein Football, American Football. Da schreibe ich mit zwei Kumpels, sind da noch mit dabei und da schreiben wir eigentlich am meisten rein, vor allem am Sonntag, wenn NFL läuft. NFL, ja, ich weiß, du bist ein riesen Football-Fan. Dem 10-jährigen Manuel Akanji würde ich heute raten. Was würde ich ihm sagen? Dass er meiner Meinung nach eine schöne Zukunft vor sich hat und sein Leben genießen soll, aber jetzt irgendwie einen speziellen Rat für was ich machen soll mit 10 Jahren, habe ich jetzt gerade nicht. Das würde ja aber auch bedeuten, dass du eigentlich nichts hast, wo du sagst, da habe ich mal richtig daneben gelegen, das würde ich heute anders machen? Nee, klar gibt es Dinge, die man ein bisschen anders machen könnte, aber ich kann mich jetzt an keinen irgendwie haarsträubenden Fehler oder was auch immer ich gemacht habe erinnern, weil ich hatte immer meine Leute um mich, die mich immer gut unterstützt haben und so bin ich eigentlich nicht auf den falschen Weg geraten und darüber bin ich sehr dankbar. Sehr schön gesagt. Silvester verbringe ich? Im Urlaub, an der Sonne. In der Sonne, lass mir gelten. Der beste Stürmer, gegen den ich je gespielt habe, heißt? Ja, Lionel Messi, wenn man ihn als Stürmer bezeichnen kann. Aber ja, ist so ein Hybrid. Ja, beste Spieler, gegen den ich je gespielt habe, ist eindeutig Lionel Messi. Hast du denn, jetzt muss ich ja nachfragen, hast du denn schon gegen Ronaldo gespielt? Ja. Ah, okay. Also, hat einen Hattrick gemacht. Team Messi hier. Aber ich muss sagen, ich finde, es ist schwerer, gegen Messi zu verteidigen, weil er halt noch mehr mit dem Ball macht. Ronaldo schießt einfach unglaublich die Tore vorne. Und da ist er schwer zu stoppen in der Box, aber ich finde, Messi ist überall auf dem Platz, ist schwer zu stoppen. Ja, sehr gut, lasse ich gelten, aber ich würde auch Messi sagen, hätte ich auch gesagt. Ich habe auch gegen beide gespielt und Messi war definitiv schwierig. Ich sage Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und gerne mal wieder auf den Käffchen, wenn du Zeit hast.